Hallo, Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Löwe. Hinter dem Deck hast du einen Puppe der Schwerter. Luftelement, Sternzeichen Zwilling, Wassermann Waage. Puppe der Schwerter hat mit einer Kommunikation zu tun, eine Nachricht, eine kleine Nachricht. Das ist eine Puppe der Schwerter. Ja, eine kleine Nachricht über Internet. Eine Person beobachtet hier über Internet. Ich meine, das machen wir auch, ne? Also, wir holen uns über Internet Informationen, wir beobachten über Internet und diese Energie zeigt sich irgendwie. Internet und der Spione, eine Person, die spioniert und beobachtet, sieht man hier. Wir schauen weiter. Wow. Die Karte der Wagen, die Karte der Wagen zeigt sich momentan so viel. So viel bei allen Sternzeichen. Also, die Karte der Waage spricht nochmals über sehr viel Klarheit. Ja? Also, Sternzeichen Krebs zeigt sich hier mit der Karte der Waage, aber es muss für dich jetzt nicht heißen. Ja, aber die Energie zeigt sich. Wir reden hier über sehr viel Klarheit. Ja, also, wir reden hier über sehr viel Klarheit in einer Situation. Ich kann hier natürlich über eine Reise reden. Ja, eine Reise reden. Also, Löwe, diese beiden Karten zeigen sich gerade für dich. Der Wagen und Puppe der Schwerter. Und wir reden hier über eine Nachricht. Eine Nachricht über Internet. So ungefähr, ich mache die Reise. Erste Kerlchen. Ein neues Leben zeigt sich hier bei dir. Löwe, erste Kerlchen für mich ist, sprichst du über ein neues Leben. Und jetzt ist verschieden für uns allen. Für mich ein neues Leben spricht, ich fange eine neue Beziehung an. Oder ich fange eine neue Arbeit an. Oder ich bin in meiner Selbstliebe. Mir geht es gut, ich bin in meiner Selbstliebe. Und ich brauche niemanden. Das ist auch für mich ein neues Leben. Das Leben mit anderen Augen zu schauen, ja. Sternzeichen Zwilling zeigt sich. Bei dir sind viele Karten in Bewegung. Ja, ich spüre hier eine Energie, die in Bewegung ist. Also ich spüre die Energie bei dir nicht in eine Blockade. Denn die Karte der Wagen ist in Bewegung. Die Karte der Ritter der Stäbe ist deine Energie, ist auch viel Feuer in Bewegung. Und schaue hier auf den Tisch, was wir hier haben. Löwe. Du hast hier einen Ritter der Kelchen, sechs der Kelchen und Ritter der Schwerter. Du hast zwei Rittern, Ritter der Kelchen, Ritter der Schwerter. Wasserelement sehr stark bei dir, Wasser. Du hast gesehen, Sternzeichen Krebs, Fische oder Skorpion. Und einen Ritter der Schwerter. Diesen Ritter der Schwerter, du siehst, diese Person hat einen Motorrad. Bei dir sehe ich einen Wagen, ja, einen Wagen und ein Motorrad. Also ich spüre hier diese, ja,
diese Situation. Also hier eine Person hat einen Motorrad in manchen Fällen und ist schnell. Also diese Person, die ich hier habe, ist sehr schnell. Deine Energie zeigt sich schnell, Löwe. Wir reden, wie gesagt, über eine Kommunikation, eine schnelle Kommunikation, eine abrupte, unerwartete Kommunikation mit diesem Ritter der Schwerter hier. Diese Person möchte schnell was sagen. Also ich möchte mit dir reden, ich möchte dir was sagen. Ich spüre hier eine Person, die dir Blumen bringen wird, einen Parfüm. Ist das ein Kind jetzt, Löwe? Reden wir hier für dich über ein Kind. Ein Kind von dir besucht dich. Ja? Besucht dich. Es gibt eine geografische Distanz und das Kind lebt nicht in deiner gleichen Stadt oder nicht in deinem gleichen Land. Und diese Person besucht dich. Ich spüre hier diese Situation. Ich spüre hier ein Kind. Es könnte auch ein Wunschpartner sein. Altersunterschied ist hier so oder so. Sicher. Also hier reden wir über Altersunterschied. Deswegen, entweder ist das ein Kind oder sonst diese Person hat mit dir schon einen großen Altersunterschied. Mehrere Unterschiede sogar. Ich spüre hier das Gefühl hier bei dir, dass das ein Kind ist, ist extrem, extrem. Aber ja, es kann natürlich ein Wunschpartner sein. Ja, ich möchte es nur betonen, damit du es auch spürst, wie ich das spüre. Ich spüre hier sehr stark die Energie von einem Kind. Ich spüre hier eine Versöhnung. Eine Versöhnung. Diese Person ist eine Person, die wir natürlich schon kennen. Eine Person, die wir lang kennen, also sehr lang kennen. Es muss nicht seit unserer Kindheit sein, aber könnte auch sein. Aber diese Person kennen wir schon sehr lang. Und ich sehe hier, der Romantiker im Tarot ist da. Und diese Person wird mit dir vom Herz zu Herz reden wollen. So ungefähr, ja, ein wichtiges Gespräch gibt es hier. Eine Person, die dir auch Geschenke vorbeibringt. Eine Person, die irgendwie es sich mit dir wieder gut machen möchte. Und ja, Löwe, es kommt jetzt drauf an, wer diese Person für dich ist. Sternzeichen Fische zeigt sich auf diesem Würfel. Fische, aber auch die Nummer 2. Ich spüre bei dir eine Einigung. Fische, Krebs, Skorpion, Wasserelement ist bei dir, Luftelement ist bei dir. Ich habe Luft und Wasser hier. Luft und Wasser. Ich spüre hier eine Entscheidung irgendwie. Zwei Münzen. Skorpion, stark, oder? Du hast hier Sternzeichen Skorpion, Sternzeichen Krebs, Sternzeichen Fische. Interessant. Wasserelement sowieso, aber du glaubst nicht, was ich gerade auf dem Tisch habe. König der Schwerter, Luftelement nochmals. Wie gesagt, du hast hier Luft und Wasser, Luft und Wasser, Wahnsinn. Und eine geografische Distanz mit einer Person. Und das ist auch sicher. Es gibt hier ein paar Sachen, die sicher sind, Löwe. Ein paar Sachen sind hier sicher. Und das ist, dass ich für diese Gruppe, die ich hier habe, du hast hier mit einer Person eine klare geografische Distanz. Das ist sicher. Eine andere Stadt, ein anderes Land. Das ist die Familie von mir aus. Das sind Kinder von dir, Geschwistern, Mutter, Vater oder sonst einen Wunschpartner. Aber das wirst du schon wissen. Du siehst ja das Blatt hier, ja? Du hast hier König der Kelchen und hier König der Kelchen. Hier König, Entschuldigung, Ritter der Kelchen, Ritter der Kelchen. Ritter der Schwerter, Ritter der Schwerter. Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht, Löwe. Wie gesagt, ich finde es interessant. In alle Ecken hier ist ein Ritter, gibt es ein Ritter und schnelle Ritter sind, ja,
einmal Wasser und einmal Luft. Du hast Wasser in diese Position, Luft in diese Position. Interessant finde ich, in der Mitte hast du zwei Münzen. Das ist auch interessant. Zwei Münzen. Die Nummer zwei Münzen deutet auch auf zwei Möglichkeiten. Ja, zwei Möglichkeiten, zwei Optionen, zwei Situationen, Zweifel, eine Entscheidung. Deine Energie ist deutlich, weil dann sehen wir für dich als Energie eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung für mich. Das ist so ungefähr, ich weiß, was ich möchte, ich weiß, was ich will. Ritter des Schwerter, Zehn der Kelchen, Ritter des Schwerter. Die Liebe ist da, Zehn der Kelchen. Eine Person hat es eilig hier. So ungefähr, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und dann treffen sich hier der Ritter der Kelchen auf die Seite und Ritter der Schwerter. Ja, Ritter der Kelchen, Ritter der Schwerter, Ritter der Schwerter, Ritter der Kelchen. Siehst du diesen Kreuz hier? Ich empfinde das nur interessant gerade, Löwe. Ja? Also es gibt hier irgendein Kreuz, zwei Münzen in der Mitte, Zweifel, eine Entscheidung. Und irgendwie spüre ich hier doch, eine Entscheidung wird getroffen, weil die Karte der Wagen ist so ungefähr, ich habe Klarheit. Ich habe schon Klarheit, ich weiß, was ich will. Ich weiß schon, welche Entscheidung ich treffe. Eine Person trifft hier eine Entscheidung und macht eine Handlung. Wir reden hier für dich über ein neues Leben. Löwe. Löwe, deine Energie ist natürlich interessant. Deine Energie ist interessant. Interessant ist auch diese Kombination hier. Ich habe den Ritter der Kelchen, die Karte der Tod und den Ritter der Schwerter. Schaue, der Ritter der Schwerter schaut den Ritter der Kelchen an. Diese zwei Ritter auf die Seiten schauen sich an, in der Mitte die Karte der Tod. Sternzeichen Skorpion. Es gibt hier eine Transformation in dieser Energie bei dir. Ich spüre eine Transformation hier. Ich sehe eine Person der Vergangenheit. Ja, eine Person der Vergangenheit. Eine Person der Vergangenheit, ja. Die Karte der Tod und sechste Kirche, es geht ja nicht anders. Gegen Manipulation natürlich. Ja. Jetzt verstehe ich die Energie tatsächlich. Löwe. Ja, also es dauert halt immer ein bisschen, aber man versteht, früher oder später versteht man schon die Energie. Ja. Ich spüre hier einfach eine Person, die sagt, ich setze klare Grenze. Jetzt bin ich die Person, die klare Grenze setzt. Ja, rote Fahne. Wow. Es handelt sich hier um eine Hochzeit. Du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Sicher. Sicher, Löwe. Ich sehe hier eine Person, die treu ist. Jemand ist hier treu. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja? Ja, gegen Manipulation. Du hast hier mit einem Vampir zu tun. Interessante Energie, Löwe. Man hat es irgendwie schon verstanden. Ne? Also, wir reden hier schon über eine Hochzeit. Das ist der Vater oder die Mutter meiner Kinder. Das ist die Person der Vergangenheit. Das ist eine Person, hier ist Sternzeichen Skorpion. Oder wie gesagt, wenn das nicht der Vater oder die Mutter deiner Kinder ist, ist einfach eine Person jetzt in deinem Leben, die manipuliert. Eine Person manipuliert hier gegen Manipulation. Du hast hier mit einem Vampir zu tun. Diesem Vampir saugt.
deine Energie, diesen Vampir, unabhängig, welches Sternzeichen diese Person hat, ja, ich kenne hier niemanden. Jeder von uns weiß, in welcher Situation sich befindet. Aber ich sage, was ich sehe, ja, und wie ich das sehe. Also hier hast du tatsächlich wortwörtlich mit einem Vampir zu tun. Die Legung kann sich für die Crosswatchers auch spiegeln. Diese Person manipuliert. Wie manipuliert diese Person hier? Ist einfach. Diese Person manipuliert durch. Die Karte der Manipulation kommt bei dir zweimal sogar, Löwe. Zweimal die Karte der Manipulation. Das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht normal. Die Karte der Manipulation. Und wie manipuliert diese Person? Durch die Familie, durch den Kindern, durch die Gefühle. Das ist eine Person, die es sehr gut machen kann. So ungefähr. Das Typische, das, was ich ständig wiederhole, weil ich dich liebe, hast du bei mir zu bleiben. Ja? Egal, ob du es willst oder nicht, was du willst, ist ja nicht wichtig hier. Wichtig ist, dass ich dich liebe. Und weil ich dich liebe, hast du bei mir zu bleiben. Und die Frage wäre jetzt hier, ist das tatsächlich Liebe? Oder spricht das mehr über Manipulation und eine toxische Beziehung? Weil wenn ich dich liebe, ich lasse dich los. Ja? Weil genauso wie ich glücklich sein möchte, möchte auch, dass du glücklich bist, wenn ich dich liebe. Ja? Es gibt eine klare Manipulation in deine Energie, Löwe, von einer Person, die es sehr gut machen kann. Wir reden hier über einen klaren Vampir. Wer diesen Vampir für dich ist, das weißt du schon. Kann das ein Kind sein? Das kann ein Kind sein. Das kann mein Vater, meine Mutter sein, mein Geschwister. Das ist ein Wunschpartner. Das ist der Vater meiner Kinder, die Mutter meiner Kinder. Wir reden hier über die Familie. Mit fünfter Schwerter kommt meine rote Fahne. Und ich sage dir, wenn meine rote Fahne kommt, ist natürlich schon empfindlich. Ja. Weil meine rote Fahne ist nicht irgendeine rote Fahne. Das ist meine rote Fahne. Und das ist schon empfindlich. Und das heißt, dass wir hier tatsächlich mit manche Strategien haben. Strategien sind hier Menschen, die nochmals manipulieren, lügen, was vorhaben, bestimmten Intentionen da sind und eifersüchtig auch sind und so weiter. Also die Energie ist nicht unbedingt so sehr wunderschön hier von einer bestimmten Person. Und das weißt du ja auch, weil du hast ja einen Traum, Löwe, du hast schon einen Traum. In manchen Fällen bist du sogar verliebt schon. Du bist verliebt, du hast einen Traum. Denn hier zeigt sich auch mit Ritter des Schwerter. Ritter des Schwerter und diese Lippen. Ich spüre eine leidenschaftliche Energie hier bei dir. Ein Gefühl von... Ich bin schon verliebt. Ich weiß, was ich will. Ich lasse mich nicht mehr manipulieren. Ich rede bei dir über Manipulation, Löwe. Und hauptsächlich ist die Energie hier. Manipulation durch die Familie. Ich sage jetzt Familie, weil die Familie zeigt sich tatsächlich. Ja? Die Familie zeigt sich, die Kinder, die Eltern, die Familie ist da. So ungefähr. Und ich spüre hier eine Person nochmals, die sagt... Schau mal, die Kinder, versöhnen wir uns wegen den Kindern, machen wir es wieder gut wegen den Kindern und immer wieder diese gleiche Ausrede, ja. Am Ende ist das einfach eine Manipulation, am Ende die Person ist eifersüchtig. Ja, ich spüre hier vielleicht Konflikten, ja. Konflikten, weil eine Person dich manipulieren möchte. Ich weiß nicht, wer die Person ist jetzt, Löwe. Nochmals, du hast hier Luft und Wasser. Und die Legung kann sich ja spiegeln für die Crosswatchers. Sehr stark Krebs, Skorpion, Fische. Sehr stark Wassermann, Zwilling und Waage. Ja. Was ich bei dir sehe? Klarheit. Bei dir ist Klarheit.
Bei dir ist so ungefähr, ich weiß schon, was ich machen möchte. Ich möchte hier ein neues Leben, was Neues anfangen. Ich habe eine neue Leidenschaft. Und man wird versuchen, Löwe, Achtung hier, man wird versuchen, dir Steine oder irgendwie vor deinem Wagen stellen. Also man möchte deine Wege blockieren. Man möchte dich verhindern. Ich möchte dich verhindern, dass du das erreichst, was du möchtest. Ja, durch Manipulation. Ich manipuliere dich durch den Kindern. Interessante Energie, ne? Was soll ich dann sagen? Lass dich nicht manipulieren. Deine Energie ist da, König der Stäbe. Du hast was Neues hier, Löwe. Du hast was Neues hier. Sternzeichen Wassermann zeigt sich sehr stark sogar, muss ich dazu sagen. Die Nummer 99. Ich spüre hier eine Befreiung. Nochmals, Wasserelement. Es zeigt sich eine neue Energie bei dir, Löwe. Wie viel ich mich hier irre, bei dir weiß ich nicht. Aber schau mal, von Erzengel Michael kam für dich auch die ewige Liebe. Kam diese Karte jetzt nicht vorherige Woche für dich? Die ewige Liebe? Ewige Liebe. Und Selbstachtung. Selbstachtung. Halte deinen Blick auf das Ziel, deine Intentionen gerichtet. Das hatte KW 36, Sternzeichen Waage. Glaube ich. Sternzeichen Waage. Ewige Liebe, Löwe, lass dich nicht manipulieren. Du hast Manipulation hier. Du schwärmst, oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Für deine Situation kann ich das nicht wissen. Aber du hast hier mit Manipulation zu tun und das weißt du auch. Lass dich nicht manipulieren. Ja? Tief Luft holen, sagt diese Karte. Es ist Zeit zum Ausruhen, Zeit zum, ja? Aber es wird hier eine Veränderung kommen. Etwas wird hier geschehen. Bleibe flexibel, steht hier, Löwe. Bleibe flexibel. Und nochmals zeigt sich hier eine Reise. Die Reise zeigt sich hier. Von Osho Zen, die Empfehlung ist diese Karte, Vollendung. Das ist die Karte, die Welt. Die Karte, die Welt, du hast eine geografische Distanz zu einer Person. Aber diese Karte sagt auch, schließe einen Zyklus. Endgültig. Das ist die Karte, die Welt. Wir reden über einen Zyklus. Ja? Die Empfehlung ist, habe keine Angst, schließe hier einen Zyklus endgültig, ja, und lass dich nicht manipulieren. Du hast hier Ritter des Schwerter dreimal auf den Tisch. Ja, Ass der Kelchen, die Karte der Sterne. Ich sehe was Neues für dich. Ich sehe schon eine neue Energie hier. Denn Löwe, die Frage wäre, bist du dir diese Situation wert? Lohnt es sich, in dieser Situation zu bleiben? Stell dich ein paar Fragen. Also, hat das einen Sinn, dass du dich manipulieren lässt? Dass eine Person dich ständig manipulieren kann, egal durch den Kindern, Gefühle oder wie überhaupt. Ich sehe Manipulation hier. Mache dir nicht so viele Gedanken. Und befreie dich. Befreie dich. Befreie dich. Das ist für mich die Karte Selbstachtung. Diese beiden Karten, wenn ich dir ehrlich bin, diese beiden
Ist diese Karte hier? Selbstachtung. Ja. Selbstachtung. Deine Energie ist deutlich, Löwe. Jemand ist eifersüchtig, möchte dir deinen Weg nicht frei machen. Ja? Eine Person möchte dir deinen Weg nicht frei machen, nicht freilassen. Man möchte deinen Weg verhindern. Und das hat mit Kindern zu tun. Wow, qué fuerte. Setze Grenze, Löwe. Setze klare Grenze. Ja, setze Grenze. Vorsichtig mit dieser Energie. Vorsichtig. Das Gefühl wäre hier, Löwe, auch, dass diese Person immer wieder kommt. Irgendwie immer wieder irgendwie mit dieser Manipulation kommt. Eine Person irgendwie mit zwei Gesichtern oder eine Person, die heute eifersüchtig ist und morgen will ich von dir nichts wissen oder irgend so eine Energie kann sich hier zeigen. Ich spüre hier eine Person, die dich beobachtet, spioniert. Diese Person, die ich hier habe, spioniert dich, beobachtet dich. Ja, und hat bestimmte Absichten hier. Die Hochzeit ist da. Und ja, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Und das ist bestätigt. Es ist bestätigt hier. Löwe. Es ist bestätigt. Und dann kommt die Karte, sei geduldig, langsam aber sicher. Blick ins Innere. Interessante Energie hast du auf dem Tisch. Denn du siehst die Synchronisierung gerade hier. Die Karten wiederholen sich. Der Ritter der Kelche wiederholt sich. Ritter der Schwerter wiederholt sich. Gegen Manipulation wiederholt sich. In der Mitte hast du sogar die Karte 2 der Münzen. Das ist eine Wiederholung. Also die Münze, diese Münzen wiederholt sich. 2 Münzen. Die Karte der Wagen. Du hast eine Dualität hier. Das ist eine Dualität bei dir. Es gibt hier 2 verschiedene Situationen und das ist tatsächlich, wie die Karte sagt, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Diesen Ex kann sogar für mich meinen noch Ehemann sein. Ja, mein noch Ehemann ist für mich einen Ex. Warum? Ich lebe mit dieser Person noch zusammen, aber für mich eigentlich ist einen Ex. Ja, für die Karte jetzt, um die Karte zu erklären. Das kann noch dein Ex sein und eine neue Person zeigt sich hier. Du hast schon einen Traum hier. Das ist ein Traum. Ja. Ja. Löwe, das ist die Energie, die ich hier spüre für dich für kommende Woche. Wenn ich dir ehrlich bin, hier zeigt sich auch 2 Frauen. Ich schaue dir die Illustration an. Vielleicht siehst du so aus oder du hast mit so einer Person zu tun. Oder ich sehe hier die Nationalität. Ja, ja, die Nationalität sieht man hier. Schau mal. Ich denke, man macht einen Schluss, man setzt Grenze. Das spüre ich hier. Man trifft eine Entscheidung. Ich treffe eine Entscheidung. Ich habe jetzt Klarheit und ich weiß, was ich möchte. Ich treffe eine Entscheidung. Das ist das Gefühl hier bei dir. Altersunterschied sehe ich. Deswegen sage ich auch, dass wir hier mit Kindern zu tun haben könnten. Ja, dass da die Manipulation durch den Kindern ist. Und das ist deutlich bei dir. Lass dich nicht manipulieren, Löwe.
Du hast eine neue Leidenschaft in deiner Energie und das zeigt sich. Ja, es zeigt sich eine neue Leidenschaft für dich tatsächlich. Ja. Eine Person möchte sich versöhnen, ja, aber ich spüre bei dir, ja, du hast eine neue Leidenschaft hier. Ich weiß auch nicht. Die Kommunikation kommt, weil Löwe, diese Lippen hier, diesen Mund, spricht ja über Kommunikation. Ja? Also hier, Ritter des Schwerter und diesen Mund, also das ist Kommunikation. Du siehst ja, das ist Kommunikation. Genau wie der Puppe des Schwerter. Löwe, das ist, was ich hier spüre. Ich spüre bei dir einen Zyklus. Ich meine jetzt, die Karte, die Welt ist ja da. Also wir reden hier über einen Zyklus bei dir. Sei flexibel, bleibe in deiner Selbstachtung, lasse dich nicht manipulieren. Ich sehe bei dir eine ewige Liebe. Die ewige Liebe ist da. Und du bist zwischen zwei verschiedenen Situationen. Du entscheidest, welchen Weg du nimmst, wie immer. Wir entscheiden, was wir machen. Ja? Aber die Energie zeigt sich. Und sehr viel Bewegung hier. Viel, das ist schnell. Die Energie bei dir ist sehr schnell. Du weißt auch, dass du in einer Manipulation bist, Löwe. Also du weißt das auch. Du weißt das. Du weißt, was hier los ist. Das weißt du ja. Und ja, meine rote Fahne zeigt sich hier. Ja, also diese Person hat schon was vor, irgendwie. Und aber das alles weißt du schon. Denn Löwe, diese Karten zeigen sich bei dir. Das ist Ass der Münzen und drei der Stäbe. Ass der Münzen, drei der Stäbe ist Zukunft, ist was Neues, sind neue Kompromisse, neue ernste Kompromisse, neue Arbeit oder. Das ist was sehr, sehr positiv, die Kombination. Sogar einen Umzug. Das könnte sogar das auch sein. Einen Umzug, auf jeden Fall was Neues. Aber du machst dir natürlich Gedanken über diese Situation. Wow, wow, wow. Löwe, das ist die Energie für kommende Woche. Wir lassen uns überraschen, weil. Ich weiß auch nicht, für deine Situation, keine Ahnung, was das ist. Ich spüre hier eine Reise. Das muss ich dir schon sagen. Eine Reise, Ritter des Schwerter, die Karte der Wagen. Und sogar einen Umzug. Den Umzug wird nicht morgen sein, aber ich spüre hier so eine Situation. Ja, eine sehr leidenschaftliche Energie bei dir. Und das kann sogar über eine Trennung reden. Weil der Wagen und Puppe des Schwerter spricht schon über eine Entscheidung, aber diese Entscheidung kann sogar auch mit einer Trennung zu tun haben. Ja, ich treffe eine Entscheidung, ich ziehe um, ich lasse mich trennen, ich lasse mich scheiden. Oder ich ziehe um nochmals, oder so eine Situation gibt es hier. Löwe, die Energie ist nicht schlecht. Ich spüre hier Veränderungen bei dir. Ja, die Veränderungen sind da, bei uns allen. Aber diese Veränderungen sind positiv. Ja, ich spüre hier Grenze. Grenze, die man setzt und die Grenze sind da. Ja.
Löwe, das ist die Energie für kommende Woche. Ich weiß auch nicht, ich kann mich von deiner Energie nicht trennen, aber ich finde die nur interessant. Ja? Wenn ich dir ehrlich bin. Warte mal kurz. Ich sehe hier eine neue Situation, die ganze Zeit. Ja, Manipulation durch den Kindern mit den Müttern, ja, ist logisch. Ja. Ja, du bist, es ist genau das, was ich wollte nur die Bestätigung, aber tatsächlich, die Bestätigung ist da. Du, also schau mal, Löwe, diesen Ritter der Münzen kam nämlich auch bei Sternzeichen Fische in der Mitte, gerade wie bei dir jetzt. Ritter der Münzen wie bei Sternzeichen Fische. Tatsächlich ist die Energie bei dir, wie hier steht, langsam, aber sicher. Die Energie ist so, ja, langsam, aber sicher. Warum? Wir haben hier mit einer Hochzeit zu tun. Und wir wissen ja, die Gerechtigkeit ist langsam. Und hier gibt es so eine Situation. Die Welt ist da, geografische Distanz ist da, sicher. Und einen Zyklus, du hast hier einen Zyklus. Und ich denke, einen Schluss mit der Vergangenheit. Ja. Wer manipuliert hier? Eine Königin der Münzen. Königin der Münzen, interessant, interessant, interessant. Ich spüre eine Synchronisierung mit der Sternzeichen Fische. Also die Königin der Münzen war bei Sternzeichen Fische auch in der gleichen Stellung wie bei dir gerade. Und ja, Königin der Münzen, eine Mutter manipuliert. Eine Mutter manipuliert und jemand stellt sich dagegen. Ich stelle mich gegen deine Manipulation. Ich lasse mich nicht manipulieren. Das ist das Gefühl hier. Genau, Ast des Schwerter. Ich lasse mich nicht manipulieren. Ich lasse mich nicht manipulieren. Es kommen hier Veränderungen, Manipulation tatsächlich. Deutlich deine Energie. Deutlich, Löwe, deutlich. Sehr deutlich sogar. Ja. Deine Energie mag langsam zu sein, aber ist sicher und sehr positiv. Zeigt sehr gute Vorzeichen, das musst du wissen. Die Energie ist wirklich positiv, aber man merkt, dass du hier mit einer Situation zu tun hast, die nicht gut ist. Also wir reden über Manipulation. Also Löwe, warte mal kurz bitte. Warte mal kurz, weil das ist natürlich interessant. Wir hatten in KW 36 bei dir das Wort läuft weg hier oben und läuft weg hier unten. Und jetzt wiederholt sich das Wort Manipulation hier oben und Manipulation hier unten. Ich glaube, das war für September. Warte mal kurz. September, Sternzeichen Löwe. Genau. September, Sternzeichen Löwe. Wenn das nicht KW 36 war. Das Wort läuft weg war bei dir oft das. Also Löwe, ich weiß nicht, was das hier ist. Ich weiß nicht, was das hier ist. Warte. Ja, tatsächlich. Wow, qué fuerte, ¿no? Etwas ist hier. Und sogar eine Verbindung mit der Sternzeichen Fische. Ich weiß nicht hier, wer hier manipuliert oder wie auch immer, aber die Manipulation ist da. Und ich sage dir, das sprichst du eine Mutter. Eine Mutter. Eine Mutter manipuliert. Punkt. Jemand ist eifersüchtig, manipuliert, etc., etc. Und das ist immer wieder das Gleiche, irgendwie. Und die Energie zeigt sich hier deswegen langsam, aber die Energie ist sicher. Also ich spüre hier über eine Selbstachtung und Befreiung, irgendwie. Und ja, das ist das Gefühl hier. Löwe, dass man sagt, ich habe Klarheit. Ich habe Klarheit, ich treffe Entscheidungen. Und ich mache einen Schluss und ich mache meinen Weg weiter. Löwe, starke Energie und nur du kennst ja deine Situation, aber deine Energie ist natürlich nicht ohne. Deine Energie ist nicht ohne. Du hast hier ein Minimum, eine interessante Energie, Minimum. Und ich spüre nochmals hier, entweder sogar über eine dritte Person,
könnte man sicher sein, ja, also das wäre nichts Neues, also ich würde damit auch nicht noch was Neues erzählen. Das kann mit einer dritten Person zu tun haben, auch, also mehrere Beteiligten in diese Situation involviert. Jetzt ist eine Person sogar eifersüchtig. Wenn wir über eine dritte Person reden, können wir sogar über unsere eigenen Kinder auch reden. Und wie gesagt, wie auch immer das sei, also wir haben hier mit Menschen, die eifersüchtig sind, manipulieren möchten und so weiter und so fort. Und jemand sagt hier mit mir nicht mehr. Das ist das Gefühl hier, dass eine Person sagt, ich setze Grenze mit mir nicht. Ja. Das ist das Gefühl, was ich hier habe. Und dass eine Person hier entweder in einer Reise ist oder man macht gerade eine Reise und das hat hier mit einer Reise zu tun. Löwe, das ist die Energie für kommende Woche. Und ich meine, jetzt, was soll ich dir hier sagen? Du hast sehr stark Luft und Wasser. Von da aus, du weißt, wie deine Situation aussieht. Auf diesen Würfel stehen Zeichen Fische. Und Fische ist sehr stark bei dir. Skorpion sehr stark. Krebs sehr stark. Siehst du ja. Löwe, das ist die Energie für kommende Woche. Ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Dankeschön und wir sehen uns bald. Danke, Löwe. Tschüss.